Na gut. Was ist diese Krankheit, von der ihr sprecht? Ist Balduran durch sie umgekommen? Habt ihr diese Geschal die abscheulichen Gestalten nicht gesehen? Lykantrophie, das ist die Krankheit, von der ich spreche. Die Wolfsmänner sind überall. Ihr müsst ihnen begegnet sein. Vielleicht solltet ihr uns eure Geschichte erzählen. Hintergrundinformationen schaden nie, auch wenn sie ein bisschen lang sind. Wir segelten mit 200 Mann zum fernen Anachrom. Die Hälfte unserer Brüder ließen wir tot an den Ufern des Goldenen Landes zurück. Doch Balduran war ein unverbesserlicher Abenteurer. Er rang einem König ein Vermögen ab, als Lösegeld für den verfluchten Fürsten von Ankorum. Wir wurden zurück auf unser Schiff verwiesen und von ihrer Küste verbannt. Die Macht des verfluchten Fürsten verfolgt mich noch immer. Diese Scheußlichkeiten da draußen sind das Produkt unseres Tuns in Anokrom. Der Wind, der uns nach Hause trug, war ein bitterer Wind, und wir konnten uns unserer neu gefundenen Reichtums nicht erfreuen. Diese Insel entdeckten wir rein zufällig, und wir gingen vor Anker, um unsere schwindenden Vorräte in Trinkwasser aufzufüllen. Ich führte die Landexpedition, während Balduran sich mit dem Rest der Mannschaft daran machte, die Segel zu reparieren und nach frischen Nahrungsmitteln zu fischen. Ich sag ja, so ein Schiff kann man nicht unbedingt ganz alleine steuern. Meine Truppe war gerade außer Hörreichweite des Schiffes, als der Fluch seine Wirkung tat. Das Blut befleckt noch immer meine Gewänder. Nach ein paar hundert Jahren, es war wahrscheinlich eher bildlich gesprochen. Heraus damit, Mann, was ist passiert? Sie haben sich natürlich verändert. Es geschah so plötzlich. Wir sprachen gerade darüber, was wir vorhaben, wenn wir zu Hause ankommen. Achso, wenn wir zu Hause ankommen. Garland starb als erster, seine Kehle aufgerissen von einem der veränderten Männer. Natürlich konnte ich nicht sagen, wer ihn getötet hatte, denn in ihrer veränderten Gestalt waren sie nicht zu identifizieren. Ich griff nach dem Zauberstab, den ich in einem meiner Gewänder trug. Doch die abscheulichen Gestalten waren zu schnell. Von den 10 Matrosen meiner Truppe waren 7 Lykantrophen. Wir hatten keine Chance. Zwei von ihnen sprangen mich an, während sich ein anderer an den Leichen meiner anderen Matrosen gütlich taten. Mit meinem Zauberstab warf ich einen Blitz und tötete einen von den Gestaltwandlern. Der andere Wolf traf ich mit voller Kraft. Ich wurde gegen einen Baum geworfen und bekam nichts mehr mit. Einige Stunden später erwachte ich in der Finsternis. Zunächst glaubte ich sei tot, doch die Schmerzen in meinem Kopf, als ich versuchte aufzustehen, belehrten mich eines Besseren. Überall war Blut, so viel Blut. Die Leiche der Lykantrophen, die ich getötet hatte, achso, die Leiche des Lykantrophen, den ich getötet hatte, lag einige Meter entfernt auf dem zerfetzten Körper von Galan. Mir wurde beim Anblick meines so grausam getöteten Freundes übel. Ich sprach einen der wenigen Zaubersprüche aus, die ich noch hatte, Unsichtbarkeit, in der Hoffnung, dass die Lykantrophen, sollten sie mich wittern, glauben würden, dass sie nur Leichengeruch rochen. Unter Schmerzen schleppte ich mich zurück zum Strand. Das Schiff war halb versunken in der Brandung. In seiner Seite befand sich ein großes Loch. So wie es jetzt immer noch draußen ist, wahrscheinlich. Als ob ein Riese im Zorn einen Faustschlag versetzt hätte. Als ob ein Riese im Zornig. Also, Auf Deck schwelte ein Feuer und im Licht konnte ich die Leichen der Mannschaft sehen. Ausgenommen und aufgehängt, als wären es Fleischstücke. Angewidert und verzweifelt schleppte ich mich zurück in den Wald. Es war wirklich eine sehr ausgiebige Hintergrundgeschichte. Der Morgen kam und ich erreichte dieses alte Dorf. Diese Hütte war in der sandigen Erde versunken und ich kroch hinein, um mich zu verstecken. Mit meinem letzten Zauberspruch verbarrikadierte ich den Eingang. Nach kurzem unruhigen Schlaf schaffte ich es, die Stelle zu finden, wo die Hütte in diese Höhle gebrochen war. So habe ich überlebt, mit Hilfe des Wassers dieses Baches und indem ich mich von sonderbar blinden Fischen, die in den ruhigen Teichen dort unten leben, ernährt habe. In diesen 500 Jahren war mir Selun wohlgesonnen. Sie hat mir einige Zauber- und Schutzsprüche gewährt, mit denen ich mein unsicheres Heim besser beschützen kann. Ich habe diese Höhlen seit vielen Jahren nicht verlassen, da ich nicht die Kraft habe, mich lange zu verteidigen. Vielleicht könnt ihr dem abhelfen. Ich werde euch gerne helfen. Wahrhaftig, ich stehe in eurer Schuld. Das Lager der Lykantrophen befindet sich auf Baldurans Schiff. Mein Zauberbuch befindet sich ebenfalls dort. Mit ihm bin ich ein mächtiger Magier. Ohne es bin ich ein armseliger Mann, der vor euch steht.
Die wenigen Schutzwälle, die ich errichtet habe, sind Mitleidsgaben von Selun. In meiner Angst und Einsamkeit habe ich mich an die Göttin gewendet. Vielleicht ist meine lange Gefangenschaft nur eine Strafe, die mich der Göttin würdig macht. Ich schweife ab. Wenn ihr mein Zauberbuch wieder erlangt habt, kann ich vielleicht einen Weg von dieser Insel finden. Ja, es ist, Teleportation ist auf jeden Fall besser, als zu sechsten Schiff zu steuern. Oder zu siebt. Wenn ihr geht, um das Lager der Lykantrophen zu zerstören, bitte ich euch, mein Buch zu suchen. Ja. Wo auf dem Schiff ist dieses Buch wohl zu finden? Mein Zauberbuch ist in einer Truhe in meiner Kabine. Die Kabine befindet sich neben der Baldurans auf der Ebene direkt unter dem Deck. Bitte beeilt euch. Dieses Amulett ist alles, was ich euch als Schutz gegen die Lykantrophen mit auf den Weg geben kann. Wenn ihr euch ausruhen möchtet, hoffe ich, dass mein bescheidenes Heim euch dienlich sein kann. Ah, gut. Dann müssen wir nicht mehr ganz zurücklaufen zu meinem Kartenabschnitt. So, aber erstmal gucken wir uns kurz hier in seinem Heim um. Und nach Fallen suchen. Wo geht's da lang? Wolfsmilch-Amulett. Okay. Das ziehen wir doch gleich mal an. Die Rezepte und Dradel. Na gut. Du brauchst Platz. So. Keine Fallen, würde auch nicht wirklich viel Sinn machen. Oh, der hat noch mehr Bären dabei. Nee, die wollen wir nicht nehmen. Wir nehmen lieber die. So, das schön zusammenstecken. Warum haben die alle noch so Kleinkram dabei? Na gut. So, und was haben wir da noch? Döner hier. Was haben wir da? Das sieht aus wie ein Stab plus 2. Stabstreitkolb plus 2, ja. Und du bist ein heiliger Umhang. Dieser Umhang ist ein heiliges Artefakt der Einwohner des Inseldorfes. Er hat eher symbolischen Wert als tatsächliche Zauberkraft, da er noch aus der Zeit stammt, als sie ursprünglich auf die Insel kamen. Also eine Art Erinnerungsstück. Na gut. Dann schauen wir doch mal in die Höhle des Wolfes. Ah, komisch, dass hier draußen niemand ist. Na, wie gesagt, wenn meine Theorie steht, dann kommen sie halt nur nachts raus. Und rein da. So klein wie das ist, dürfte es ja nicht allzu lange dauern. Na komm schon. Rein. Ja, so klein ist es doch nicht. Trotzdem höchstens 2-3 Räume, denke ich. Große Räume. Wow, okay. Düner hier Sicherheit bringen. Geht nicht. Na gut, dann machen wir Haste. Du machst. Du machst mal Furcht. Allzu viel Platz haben die hier nicht. Du nimmst ein bisschen Abstand. Die Krieger gehen alle. Nicht die. Die Krieger gehen alle auf die hier unten, damit unsere Fernkämpfer erstmal in Sicherheit sind. Wow, Dünner hier. Nein. Ja, ich hätte auch ein gutes Gefühl, wenn ich plötzlich 90% meiner Lebenspunkte verlieren würde. So. Magische Geschosse auf den. Das geht alles ziemlich schnell hier. Haha. Auf der Insel, wollte ich gerade sagen. Die Gegner kommen schnell ran. Der Schaden kommt recht schnell. Warum? Achso. Du sollst schön auf Fernkampf bleiben. So, Gerogon kriegt ein bisschen Schaden, aber das ist machbar. War bisher auch nur ein Werwolf, wenn ich das richtig gesehen habe. Nein, nicht in Nahkampf gehen. Oh, jetzt wird der Schaden schon stärker.
Du heil mal große Heilung Girgon, du heil dich selbst. Und ihr solltet mal den Schaden ein bisschen konzentrieren. Erstmal den Kleinkram weg. Und dann Werwolf. So. Und eine Heilung noch immer hier. Okay. Schön zusammenbleiben. So. Heil dich. Ja, fast keine Heilung mehr. Minz ist immer noch. Ne, Minz ist nicht mehr versteinert. Oder festgehalten, besser gesagt. Das war jetzt nur ein Werwolf und ein paar Wölfe. Speichern wir mal ab. Und gehen einmal das. Und das war's schon. Ich wollte gerade sagen, gehen wir einmal das Schiff lang. Aber es haben sie wirklich originalgetreu gemacht. Keine Raumkrümmung hier. So. Falle. Denke ich mal. Oh. Na gut. Paranoide Werwölfe. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Gold ist immer gut. Können wir hier schlafen? Wir werden ein bisschen dreisten. Ne. Na gut, gespeichert habe ich. Dann gehen wir mal hoch. Da müsste jetzt die Kabine von. Oh. Ja, die Kabine von Oh. Lauf mal ganz schnell weg und hoff, dass keiner dich. Ach. So viel dazu. Shahira ist gleich gelähmt, das ist nicht gut. Imoin ist auch schon im Nahkampf mit einem von denen. Das wird nicht gut laufen. Zyner hier, versuch ihn zu lähmen. Ja, nee. Jahira ist gleich tot, weil sie nicht weglaufen kann. Heilung haben wir auch keine mehr. Und sie wurde zerfetzt. Ja. Quick Load. Quick Save. Und wir gehen raus hier. Schlafen eine Runde. Und überlegen uns in der Zeit, wie wir den Kampf besser gestalten können. Wir müssen, sobald wir hochkommen, die beiden hier in Sicherheit bringen. Am besten auch noch Shahira. Oh, was war das jetzt? Das haben wir jetzt seid gegrüßt. Unterbrochen aus Versehen. Oh, bitte helft mir. Sie töten den armen Yondal. Yondal ist doch bestimmt auch wieder ein böser Werwolf, oder? Ah, wer hat Yondal getötet? Die Wolfsmänner. Sie greifen uns an, wenn wir nach Wurzeln in den Wäldern suchen. Bitte rächt mein Yondal, er war noch so jung. Und die Rache soll eurer sein, meine Dame. Geht voraus. Sie sind dort lang. Bitte tötet sie. Ich habe solche Angst. Stopp. Wie heißt du? Du bist Kryala. Kryala ist böse. Tschüss, Kryala. Wir wurden jetzt zu oft schon in Fallen gelockt. Und wenn sie böse ist, hat sie es nicht besser verdient. So, schlafen. Nur kleine Heilung, weil so sehr verletzt sind sie ja nicht. Du kannst dich selber heilen. Wir haben es Nachten. Nochmal schlafen. So, jetzt könnt ihr raus. Wow, ist immer noch Nacht. Super. Ja, vorher hatte ich nur geschätzt, dass es Nacht ist. Na, aber gut, ich hätte auch einfach da unten hingucken können, da sieht man es ja. So, hoffentlich ist da unten immer noch frei. Und die tauchen nicht wieder auf.